Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Doch diesmal ist es kein Video wie sonst, denn heute begeben wir uns auf eine tiefgründige Reise in die düstere Welt eines der kontroversesten und brutalsten Titel der Videospielgeschichte, und zwar Manhunt. Dieser Titel ist aber nicht nur ein Spiel, das wegen seiner extremen Gewaltdarstellung berüchtigt ist, sondern eben auch wegen der damit verbundenen Kontroversen, einschließlich einer Verbindung zu einem echten Mord. Aber was macht diesen Titel so berühmt und berüchtigt? Und warum ist das Phänomen Manhunt so faszinierend? Das alles und mehr nach dem Intro. Okay, so I scare you. It's understandable. Aber bevor wir die Faszination um diesen Titel verstehen können, müssen wir erstmal wissen, was Manhunt für ein Spiel ist. Der erste Teil von Manhunt wurde im Jahr 2003 von Rockstar Games, dem Studio, das hinter Titeln wie Grand Theft Auto steht, veröffentlicht. Dabei versetzt das Spiel den Spieler in die Haut eines zum Tode verurteilten Straftäters namens James Earl Cash. Was er getan hat oder warum er dort sitzt, unbekannt, denn das lässt das Spiel offen. Doch während er in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet und seine Zukunft bereits besiegelt zu sein scheint, passiert etwas Unvorhersehbares. Denn anstatt auf der Liege für die tödliche Injektion zu sterben, wird Cash von einem mysteriösen Retter befreit, der sich fortan nur als The Director ausgibt. Der mysteriöse The Director gewährt Cash damit eine zweite Chance, allerdings zu einem teuflischen Preis. Denn statt Cash einfach seine Freiheit zurückzugeben, wird er stattdessen gezwungen, als Darsteller an einer Serie von Snufffilmen teilzunehmen. Snufffilme sind Filme, bei denen Menschen auf gewaltsame Weise vor laufender Kamera misshandelt, gequält und getötet werden. Diese kranken Filme werden dabei von The Director inszeniert und Cash muss fortan begleitet von einer Kamera für seine Freiheit morden, um das blutige und sadistische Verlangen seines vermeintlichen Retters zu befriedigen. Die Geschichte nimmt Fahrt auf, als Cash in einer verfallenen Stadt voller Verbrechen und Korruption landet. Dabei wird er von einer bedrohlichen Stimme in seinem drahtlosen Headset geleitet, die unbekannte Anweisungen gibt und ihn dazu auffordert, verschiedene Gangmitglieder und Verbrecher auf brutale Weise zu eliminieren. Doch während Cash sich durch die düsteren Straßen und heruntergekommenen Viertel kämpft, wird deutlich, dass die Snufffilme mehr sind als nur schockierende Inszenierungen. Denn The Director hat verborgene Motive und Absichten, die nach und nach ans Licht kommen. Dass selbst die Hintergrundgeschichte des Spiels mehr als fragwürdig ist, muss ich euch sicher nicht sagen. Aber warum besonders Manhunt als so umstritten gilt, das werden wir gleich nochmal genauer klären. Das Spielprinzip folgt dabei dem Vorsatz, umso brutaler wir töten, umso zufriedener ist unser vermeintlicher Retter und umso besser bewertet uns das Spiel mit verdienten Sternen. Dabei führt Manhunt das sogenannte Graded Kill System ein, bei dem die Spieler ihre Opfer auf unterschiedliche Weise ausschalten können. Ein weißes Fadenkreuz auf unserem Opfer steht dabei für einen normalen Mord, gelb für einen brutalen Mord und rot für die letzte Möglichkeit, einen barbarischen Mord. Dieses System ist auch mit dafür verantwortlich, dass dieses Spiel in vielen Ländern verboten wurde. Die Veröffentlichung von Manhunt entfachte einen Sturm der Kontroverse. Denn Kritiker warfen dem Spiel vor, Gewalt zu verherrlichen und potenziell zur Nachahmung anzuregen, da die Tötungsanimationen zu realistisch dargestellt wurden. Doch die Situation eskalierte erst so richtig, als das Spiel mit einem echten Mord in Verbindung gebracht wurde. Denn im Juni 2004 tötete der erst 14-jährige Verren LeBlanc seinen 17-jährigen Freund in einem Park in Leicester. Er lockte sein Opfer unter dem Vorwand, sich mit einigen Mädchen im Park zu treffen, zu dem späteren Tatort. Nach dem Vorfall hatten verschiedene Medien angegeben, dass der Täter vorher Manhunt gespielt habe und es sich um eine vorsätzliche Tat handeln würde. Nach dieser grausamen Tat meldete sich auch Rockstar Games, der Entwickler von Manhunt, selbst zu Wort.
Rockstar bestritt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Mord und Manhunt geben würde, verurteilte dieses grausame Verbrechen aber zutiefst. Die Medien sahen aber weiterhin einen direkten Zusammenhang und die Debatte über Gewalt in Videospielen und ihre potenzielle Auswirkung auf Spieler flammte wieder auf. Es gab Rufe nach strengerer Regulierung von gewalthaltigen Spielen und direkte Versuche, Manhunt sofort verbieten zu lassen. Aber während des Verhörs gab der Täter später an, dass er sich nicht erklären könne, warum er letztendlich zum Mord griff. Seine Worte lauteten: "Ich wollte ihn nicht töten, aber als er anfing zu bluten, konnte ich nicht anders und schlug immer weiter zu." Als Tatwaffe benutzte der Jugendliche angeblich inspiriert von dem Spiel einen Hammer und ein Messer. Manhunt wurde in der Zwischenzeit von der Polizei als Beweismittel beschlagnahmt. Ein Bericht über das Spiel wurde von der zuständigen Polizeibehörde erstellt und nach Aussage eines Beamten sei es extrem gewesen, dieses Spiel zu spielen. Obwohl später festgestellt wurde, dass keine direkte Verbindung zwischen Manhunt und dem Mord bestand und es sich vermutlich um Gangfeindseligkeiten handelte, führte der Vorfall zu einer verstärkten Debatte über die Auswirkung von Gewalt in Videospielen. Aber als dann schließlich im Jahr 2007 der zweite Teil des berüchtigten Titels veröffentlicht wurde, brachte dieses Spiel die Kontroversen auf eine neue Ebene. Denn alles war neu, noch brutaler, noch blutrünstiger und noch menschenverachtender als je zuvor. Nun aber mit einer neuen Geschichte und einem neuen Hauptprotagonisten. Manhunt 2 beginnt im Dixmoor Project, einer psychiatrischen Einrichtung, wo der neue Protagonist Daniel Lamb wegen einer Amnesie eingesperrt ist. Dieser kann sich nicht an seine Vergangenheit erinnern und versucht, die Rätsel seiner eigenen Identität zu lösen. Nach dem Ausbruch aus dieser düsteren Einrichtung schließt sich Daniel Lamb mit einem mysteriösen Mitgefangenen namens Leo Casper zusammen. Gemeinsam versuchen sie nun, die Schatten der Vergangenheit zu vertreiben und die Geheimnisse zu entwirren, die sich um Daniel ranken. Die Flucht führt die beiden durch gefährliche Orte, wo sie auf die Spur des undurchsichtigen Pigman Projects stoßen. Dieses mächtige Pharmaunternehmen hat nicht nur Daniels Gedächtnis manipuliert, sondern auch gefährliche Experimente zur Kontrolle des menschlichen Geistes durchgeführt. Und während Daniel und Leo die Wahrheit immer mehr aufdecken, wird klar, dass seine Vergangenheit von düsteren Experimenten, Verrat und einer Verschwörung durchzogen ist, die die beiden tief in die Schattenwelt des Pigman Projects führt. Das Spielprinzip folgt dabei seinem Vorgänger, doch erweitert die Brutalität um zusätzliche Tötungsmethoden. Die Grafik und die Darstellung von Gewalt in Manhunt 2 waren realistischer denn je, was die Gewalt dabei auf ein neues Level brachte. Von Anfang an wurde das Spiel von einer Welle der Zensur und Verboten begleitet, die weit über die Debatten des Vorgängers hinausging. Die Intensität der Gewaltdarstellung und der Realismus in Manhunt 2 steigerten sich auf eine Weise, die nicht nur die Aufmerksamkeit der Spieler, sondern auch die Besorgnis von Regulierungsbehörden weltweit erregte. Das führte dazu, dass Manhunt 2 in einigen Ländern als zu verstörend und zu gefährlich für die Öffentlichkeit eingestuft wurde, was zu einem direkten Verbot des Spiels führte. Die Zensurmaßnahmen und Verbote, die Manhunt 2 begleiteten, wurden zu einem Kristallisationspunkt in der Diskussion über die künstlerische Freiheit in Videospielen und darüber, inwieweit die Industrie ihre Produkte selbst regulieren sollte oder ob staatliche Interventionen notwendig sind. Aber trotz der weltweiten Verbote hat Manhunt, sowohl der erste wie auch der zweite Teil, eine treue Fangemeinde. Aber was macht Manhunt so faszinierend? Und was fesselt die Spieler, sich diesen Titel sogar oft illegal zu besorgen? Zum einen ist es natürlich die extreme Gewaltdarstellung von Manhunt. Denn diese hat für großes Aufsehen gesorgt. Und einige Spieler finden den Nervenkitzel und die Intensität dieser Darstellung ansprechend, da sie eine immersive und erschreckende Spielerfahrung schafft. Aber auch die spannende Handlung von Manhunt trägt zur Faszination bei. Die Elemente von Verschwörung, Verrat und dunklen Geheimnissen können Spieler in ihren Bann ziehen, während diese versuchen, die Rätsel der Geschichte zu entschlüsseln. Dazu kommt dann noch die düstere Atmosphäre, die dieser Titel bietet, gepaart mit einer effektiven Hintergrundmusik, die eine beklemmende und dunkle Umgebung schaffen.
Denn das Spiel setzt nicht selten auf eine Spannung und eine bedrohliche Stimmung, die eben durch genau diese Elemente erzeugt wird. Zusätzlich bietet Manhunt ein herausforderndes Gameplay, denn Manhunt ist auf jeden Fall kein leichtes Spiel und einige Spieler schätzen die Herausforderung. Denn die Notwendigkeit, sich leise durch die Umgebung zu bewegen und gleichzeitig kreative und effektive Tötungsmethoden zu nutzen, kann Spieler dazu motivieren, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Aber auch die Kontroversen und Skandale, die Manhunt begleiten, haben dazu beigetragen, das Spiel in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Manche Spieler fühlen sich allein durch die Kontroverse angezogen und möchten das Spiel selbst erleben, um zu verstehen, warum es so viel Aufsehen erregte. Aber trotz der Kontroversen und des Verbotes in einigen Regionen fand Manhunt 2 einen Weg auf den Markt, wenn auch in einer zensierten Version. Laut einiger Insider soll Rockstar Games bereits an einem dritten Teil der Serie arbeiten. Zumindest wurde ein Bild seitens Gameshop.at geleakt, wo man Manhunt 3 vorbestellen konnte. Aber selbst wenn die Entwicklung von Manhunt 3 eine Tatsache sein sollte, denn inzwischen ist dieser Produkteintrag nicht mehr auf der Webseite des Händlers verfügbar. Was das genau bedeutet, ist ungewiss. Aber ganz egal, ob diese Vermutungen nun stimmen oder nicht, es bleibt uns nichts anderes übrig, als sich zu gedulden. Aber was haltet ihr von dem Ganzen? Teilt ihr den Hype um Manhunt? Wie seht ihr das Ganze? Wird Rockstar Games bereit sein, einen dritten Teil dieser Serie herauszubringen? Lasst mich eure Meinung dazu wissen, in den Kommentaren. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder sogar ein Abo freuen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.